Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe meiner Mama zum Geburtstag auf Shein Klamotten bestellt und habe mir natürlich dann auch was bestellt, weil wie soll es auch anders sein? Die Sachen sind jetzt gestern endlich angekommen. Ich habe die schon vor circa einem Monat, habe ich die bestellt. Jetzt sind sie endlich da. Und meine Mama hat mir auch gesagt, ich darf ihre Klamotten gerne mitzeigen. Ich weiß auf jeden Fall gar nicht mehr so wirklich, was ich alles bestellt habe. Ich habe die Tüte gestern mal aufgemacht, habe mir so ein paar Sachen einfach nur von außen. Ich wollte die Tüten jetzt nicht nochmal aufmachen, damit das nicht so durcheinander ist. Deswegen hoffe ich einfach nur, dass die Sachen passen, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich sie bestellt habe. Und würde einfach mal sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Teil. So, das ist das erste Mal auf jeden Fall, dass ich auf Shein bestellt habe. Aber das wird ja jetzt im Moment überall angezeigt, deswegen kommt man da eigentlich gar nicht dran vorbei. Und die haben echt schöne Klamotten. Also wenn die von der Qualität her jetzt auch noch gut sind, dann ist das bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich da bestellen werde. So, das erste sehe ich direkt schon, ist auf jeden Fall was für meine Mama. Wir haben halt dadurch, dass sie letzten Monat Geburtstag hat, und sie sich so ein paar Oberteile gewünscht hat, die einfach über den Po gehen, die man schön mit einer Leggings einfach anziehen kann, haben wir ein paar T-Shirt-Kleider quasi bestellt. Das ist auf jeden Fall eins davon. Einfach nur gestreift, mit einem V-Ausschnitt. Fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Riecht jetzt auch nicht so nach Chemie. Deswegen, also jetzt so auf den ersten Blick ist das echt mal ziemlich gut. So, das ist auf jeden Fall das erste T-Shirt-Kleid. Es ist mir natürlich ein bisschen zu groß jetzt, aber ich denke, bei meiner Mama wird das passen. Es ist auf jeden Fall wirklich kleidermäßig, es geht wirklich über den Po. Ich finde das ziemlich schön, dass es hier quasi nicht komplett gleich lang ist, sondern so abrundet und dann quasi hinten wieder lang ist, vorne genauso lang, aber quasi in diesem ausgeschnittenen. Ansonsten ist es ein ganz normales T-Shirt-Kleid mit einem V-Ausschnitt. Ich finde das sehr schön eigentlich. Also es ist auf jeden Fall angenehm zu tragen. Es ist ein bisschen durchsichtig. Ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera sieht, aber ich habe halt jetzt auch einen schwarzen BH drunter. Aber an sich bin ich überzeugt. So, kommen wir zum zweiten Teil. Oh, ich glaube, das ist tatsächlich was für mich. Hier ist auf jeden Fall ein Gürtel dabei. Ich glaube, das ist ein Kleid von mir. Steht auf jeden Fall ganz oft Love drauf. Ansonsten ist das nämlich ein ganz normales schwarzes T-Shirt-Kleid, was man halt mit diesem Gürtel hier kombiniert. So sieht das Kleid jetzt angezogen aus. Ich finde das auf jeden Fall mega geil. Also ohne Scheiß, das passt perfekt oben rum. Es ist nicht zu eng, es ist nicht zu weit. Der Gürtel ist so, ja, macht das Ganze irgendwie so ein bisschen schicker, finde ich. Was heißt schicker? Einfach, es ist halt einfach ein Detail. Aber so an sich finde ich das für den Sommer echt nicht schlecht. Also mir gefällt das echt ziemlich gut. Es hat eine perfekte Länge, es ist quasi über dem Po. Also mir gefällt das richtig gut. Hätte ich nicht erwartet. Das nächste ist scheinbar einfach nur ein weißes T-Shirt-Kleid. Oh, das ist auf jeden Fall ein dickerer Stoff als die T-Shirts davor. Und das ist auf jeden Fall auch für meine Mama. Ich glaube, das ist auch ziemlich kurz. Oh, das wird knapp, meine Freunde, das wird knapp. So, das ist jetzt das T-Shirt-Kleid für meine Mama. Wie ihr seht, mir ist das wieder ein bisschen zu groß. Also ich bräuchte die Klamotten tatsächlich in Größe XS. Aber meiner Mutter wird das auf jeden Fall passen. Ich finde das richtig schön. Und ich habe nicht erwartet, dass das tatsächlich über den Po geht. Also ich dachte echt, es wäre kürzer. Ich finde die Schlitze richtig gut. Also die sind was höher, was mir irgendwie total gefällt. Auf jeden Fall ist es ein ganz normales weißes T-Shirt. Ich finde das super von der Länge her. Wie gesagt, mir gefällt das richtig gut, dass es wieder über dem Hintern ist. Und ansonsten
ist es halt ganz schlecht. Und ich finde das echt super. Ah, okay. Daran kann ich mich sogar noch erinnern. Das ist nämlich auch ein T-Shirt-Kleid. Also ein T-Shirt-Kleid werdet ihr ziemlich oft jetzt hören, weil ich eigentlich so gut wie nur T-Shirt-Kleider bestellt habe. Ist auf jeden Fall wieder ein dünnerer Stoff. Und ansonsten ist das hier eigentlich schon so, ja, nicht so richtig T-Shirt-mäßig. Aber das seht ihr gleich angezogen dann wieder besser. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht bis jetzt. Wenn die Sachen dann auch noch passen, dann wäre das super. So Leute, das ist jetzt schon wieder zu groß. Aber es ist halt auch, wie gesagt, nicht für mich. Ich wollte es euch einfach nur nochmal angezogen zeigen. Ich finde, obenrum passt das sogar eigentlich. Aber es ist mir halt einfach zu groß. Man sieht das direkt. Ich sehe aber halt auch wieder, es ist ziemlich lang. Das ist halt wirklich ein Kleid diesmal mit dem Knoten. Ich denke mal, das wird meiner Mutter sehr gut stehen. Und ja, vom Stoff her, wie gesagt, ich bin echt begeistert. Hätte ich nicht erwartet. So, das ist wieder ein T-Shirt-Kleid für meine Mama. Ich glaube, die sind aber ziemlich kurz. Das ist nämlich genauso wieder mit den offenen Schlitzen. Ist auf jeden Fall diesmal ein Armeegrün. Finde ich sehr schön, die Farbe. Ist auf jeden Fall auch wieder so ein etwas dickerer Stoff. Und diesmal auf jeden Fall kein V-Ausschnitt, sondern ein runder Ausschnitt. Ich bin gespannt. So, das ist jetzt das nächste T-Shirt. Kleidchen. Es hat hier halt, wie gesagt, wieder diese Schlitze. Und ich finde, das steht mir eigentlich auch ziemlich gut. Das ist so für mich quasi so Oversize-Look. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Es geht wieder über den Hintern. Ich finde die Farbe richtig schön. Und der Stoff ist so bequem. Ah, okay. Das nächste hat auf jeden Fall hier das... Meine Schwägerin hat das ausgesucht. Das ist nämlich... Das T-Shirt hier, was hier unten quasi schon festgeknotet ist, das kann man quasi nicht mehr aufmachen. Hat auch einen runden Ausschnitt, ist aber wieder ein T-Shirt-Kleid. Wer hätte das gedacht? Ist auf jeden Fall auch wieder für meine Mama. Wir haben ihr halt mehrere Sachen so zum Geburtstag bestellt und ich, Vollidiot, habe halt einfach nicht gesehen, dass es erst im Juli statt im Juni ankommt. Deswegen, sorry Mami. Wenn du das Video siehst, es tut mir leid. Ich bin halt verplant. So, das nächste Oberteil für meine Mama. Also, ich finde das halt wieder gut, dass es wieder über den Po ist, was ich wieder nicht erwartet habe, weil ich dachte, es wäre kürzer. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das hier finden soll. Weil irgendwie, weiß ich nicht, sieht das irgendwie an mir komisch aus, glaube ich. Aber die Farbe ist schön. Es ist irgendwie ein bisschen schwer. Also der Stoff an sich ist leicht, aber es fühlt sich irgendwie trotzdem so schwer an. Ich kann das gar nicht beschreiben. Aber an sich ist es echt schön. Ich glaube, das hier ist jetzt ein Oberteil für mich. So, das ist auf jeden Fall ein Langarm-Shirt. Also ich fand das beim Model, sah das echt ziemlich cool aus. Und ich bin eigentlich auch gar kein Fan von so Kragen. So, das ist hier auf jeden Fall offen. Und mit den Schultern fand ich das halt ziemlich cool, dass sie so aufgepolstert aussehen. Also ich bin mal gespannt, wie das an mir aussieht. So, Leute, das ist jetzt das Oberteil. Es ist auf jeden Fall aufgeplustert. Es sieht auch aus wie auf dem Bild, finde ich. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich das finden soll. Also der Stoff ist echt kratzig. Also bequem ist was anderes. Aber das liegt halt, glaube ich, einfach an diesem Glitzerstoff. Ich finde halt trotzdem das hier eigentlich so als Ausschnitt ziemlich cool. Das habe ich so noch nicht gesehen. Aber es ist halt irgendwie unangenehm zu tragen. Hinten ist quasi auch nochmal so eine kleine Öffnung. Ja, an sich, das ist auf jeden Fall das Oberteil. Ist auf jeden Fall auch so ein Blümchen-Gürtel mit dabei. Und das ist ein Kleidchen. Perfekt für den Sommer. Ich hoffe, es ist nicht durchsichtig. Das wäre blöd. Aber scheint auf jeden Fall nicht so zu sein.
Was ich auf jeden Fall direkt sehe, ist, dass es hier schon direkt enger ist. Also auch ohne den Gürtel ist das schon enger genäht. Finde ich nicht schlecht. Aber diese Schlaufen, ich gucke gleich, dass ich euch die näher zeige, das sind nämlich nur so Fäden. Das sind halt wirklich nur so kleine Fäden. Und ich glaube, das kann bei mir ziemlich schnell enden im Kaputtsein. So sieht das Kleid jetzt angezogen aus. Ich finde das sehr süß. Die Ärmel finde ich total niedlich. Es ist luftig, es ist gar nicht durchsichtig, was ich irgendwie erwartet habe. Also es hat eigentlich eine ziemlich gute Länge, finde ich. Man muss nur aufpassen, wenn ein Windstoß kommt, ist das Kleidchen auf jeden Fall weg. Aber so an sich finde ich das gar nicht mal so schlecht. So, kommen wir zu noch einem Kleid. Das habe ich tatsächlich gestern ausgepackt schon, weil das in einer anderen Verpackung war. Das ist auf jeden Fall dieser weiche, coole, wollte ich schon immer mal Stoff haben. Es ist auf jeden Fall eigentlich ein ganz normales, schlichtes Kleid, hat aber hinten so einen kleinen, also so ein bisschen einen offenen Rücken. Deswegen bin ich echt gespannt. Ich hatte das gestern mal so ein bisschen an mich gehalten und dachte echt, das wird ziemlich knapp. Aber ich fand den Stoff schon ziemlich cool. Okay, das war anstrengend, in dieses Kleid reinzukommen. Also es ist wirklich eng. Ich weiß halt gar nicht. Es ist halt hier irgendwie, es passt irgendwie nicht richtig. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es mir wirklich zu eng ist. Oder, komm rein. Ja, komm jetzt rein. Ich habe gerade nämlich gesagt, irgendwie. Oh, schöne Popo. Es ist irgendwie voll eng, aber ja, hier das ist das hängt da voll. Das hängt auch hinten. Ja, hinten muss. Ach so. Aber es ist halt eins plus mit Stern. Nein, es ist voll eng. Ja, vielleicht musst du ein bisschen. So? Ja. Aber es ist länger als erwartet. Ich dachte, es wäre kürzer. Ja, so sieht es auf jeden Fall von hinten aus. Okay, jetzt sieht man, glaube ich, doch mein BH. Aber es ist, also vielleicht hängt es hier auch runter, weil es hier hinten ja so runterhängt. Aber ansonsten ist es eigentlich ein schönes Kleid. So. Das ist auch für meine Mama. Das ist auf jeden Fall diesmal ein langärmliches, ganz normal schwarz und hat hier auch wieder diese Schlitze. Vorne ist es kürzer, hinten ist es ein bisschen länger. Fühlt sich auf jeden Fall alles nicht schlecht an. Also es scheint wirklich, die Qualität scheint in Ordnung zu sein. Jetzt ein langärmliches Oberteil. Das einzige langärmelige irgendwie, was wir für meine Mama geholt haben. Aber das ist halt komplett schlicht schwarz. Also da ist nichts drauf. Und wie ihr seht, ist es hinten über dem Po. Und hier, wie gesagt, was kürzer als hinten. Aber nur minimale. Die Schlitze sind wieder was höher als bei dem einen Kleid. Zumindest habe ich das Gefühl. Aber an sich ist es auch wieder ein echt schönes Oberteil. Ah, jetzt kommen wir zu dem Oberteil, wo ich eben dachte, das wäre es, aber das war das Kleid. Ich habe mir nämlich noch ein blumiges Oberteil geholt. Ich fand das irgendwie total süß, weil es einfach hier quasi zu ist, aber so ein V-Ausschnitt, so einen tieferen hat. Ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird, weil die Ärmelchen sind auch wieder so nicht komplett rund abgeschnitten, sondern wie hier quasi in diesem Muster. Ich zeige euch das gleich aber mal angezogen, wie das wirklich aussieht. So, das ist das Oberteil angezogen. Ich finde das richtig süß. Es ist an den Ärmeln, das was ich eben gesagt habe, dass das nicht so gerade abgeschnitten ist, dass es hier genauso diesen Schnitt hat. Das Einzige, was ich nicht empfehlen würde, wäre auf jeden Fall eine Kette drunter zu ziehen. Und dieses Band hier ist auch echt knapp über meinen Kopf gegangen. Also es ist nicht so, ist so dehnbar halt. Aber so an sich, das ist quasi von hinten, das von vorne. So, dann habe ich mir, ich glaube, die habe ich mir sogar tatsächlich geholt, weil die alle im Sale waren. Das ist auf jeden Fall ein durchsichtiges Oberteil, das sehe ich jetzt schon. Aber mit einem schwarzen BH drunter geht das total klar. Ist auf jeden Fall ein ganz normales, langärmeliges Oberteil, wieder mit einem Kragen, obwohl ich das nicht so gerne habe.
Vielleicht gewöhne ich mich irgendwann dran. Ich bin echt mal gespannt, weil es fühlt sich nicht so, vom Stoff her einfach nicht so geil an. So, das ist jetzt das Oberteil. Das ist auch ziemlich kratzig. Es ist sehr eng. Und ich musste gerade meine Hose ein bisschen, also meine Leggings ein bisschen höher ziehen, weil das sehr kurz ist. Und es ist eng, es ist nicht bequem. Also es ist wieder dieser kratzige Stoff. Ich glaube, das liegt wirklich an diesem Glitzer einfach nur. Also lange werde ich es nicht anziehen können, weil es wirklich ziemlich eng ist. Es ist nicht so dehnbar, es ist so fest und so und echt unbequem. Also es kratzt wirklich jetzt schon, es ist richtig unangenehm auf der Haut. Deswegen ziehe ich das auch direkt aus. Also das war, glaube ich, echt ein richtiger Fehlkauf. Ah, das Kleid kann ich mich sogar auch erinnern. Hier ist auch diesmal aber ein verpackter Gürtel mit dabei. Oh, das ist ein richtiger Gürtel. Kein Stoffgürtel, sondern wirklich so ein Fake. Okay, das stinkt. Das stinkt wirklich übertrieben. Und so, das hier ist das Kleid. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das aussieht. Von der Farbe her finde ich das eigentlich ziemlich schön. So, die Ärmel sind hier auf jeden Fall umgekrempelt und drangenäht. Finde ich eigentlich auch ziemlich schick. Und ansonsten ist es wirklich ein ganz schlichtes Kleid. So, das ist das letzte Oberteil, das letzte Kleid, das letzte Teil. Es ist mir, glaube ich, ein bisschen zu groß. Also vom Gürtel her passt es auf jeden Fall. Aber das Kleid an sich ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Aber es könnte eigentlich als Oversize trotzdem durchgehen. Ich glaube, ich werde sehr lange von diesem Kleid haben. Es hat eigentlich, finde ich, eine gute Länge. Es ist nicht so ein T-Shirt-T-Shirt, es ist ein bisschen länger. Also es geht eigentlich schon quasi bis zu meinem Ellenbogen fast. Die Farbe ist sehr schön. Gürtel ist auch eigentlich ganz niedlich. Also man kann es tragen, es ist eine echt gute Länge, weil es wirklich bis zu den Knien geht. Und ja, das ist auf jeden Fall das letzte Teil. So, dann habe ich hier noch so ein Tütchen bekommen. Also keine Ahnung, das konnte man sich umsonst aussuchen. Ich weiß zwar nicht, was ich in dieses kleine Ding reinpacken soll, aber es war umsonst. Man muss alles nehmen, was man umsonst kriegt, oder Freunde? Und ganz zum Schluss habe ich mir noch Schuhe gegönnt. Ich finde die auf jeden Fall cool. Das sind eigentlich einfach nur so aufgepeppte Badelatschen, würde ich sie nennen. Für draußen fand ich die eigentlich auch ziemlich schick. Oh, die riechen auch. Ganz normal schwarz. Und ich finde die echt ziemlich niedlich. Also die Sohle ist auf jeden Fall ziemlich schön, finde ich zumindest. Und ich glaube, das ist aber auch so Geschmackssache. Ich glaube, solche Schuhe gefallen nicht jedem. Und ja, ich hoffe, dass das Wetter endlich mal wieder besser wird, dass ich diese Schuhe auch tatsächlich tragen kann dieses Jahr. Lass den Fußfetischisten einmal bitte meine Schuhe filmen und meine Füße. Ja, ich filme. Ja? Mit meinen Zehen die ganze Zeit, weil das so unangenehm ist. Ja, für mich, ich muss kurz Tschüss sagen. Im Hintergrund sieht es ein bisschen scheiße aus, ne? Können wir bitte einmal kurz die Seiten switchen? Ist doch egal. Nein, nein, wir switchen die Seiten. Schatz, hör auf damit, mach normal. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Bin ich nicht fokussiert? Doch. Hör auf, mach die Kamera wieder weiter. Schatz. Ganz weit. Habe ich ganz weit. Guck, geht nicht mehr. Ja, cool. Das war's auf jeden Fall mit... Hör auf, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Peace and out.